Ja, hier wurde für das Radnetz BW eine neue Strecke geschaffen. Einerseits begrüße ich das, andererseits geht natürlich auch wieder eine Naturstrecke flöten. Aber so ist es halt das ganze Jahr räumbar und fahrbar. Von dem her, das sollte es halt sein. War halt so gedacht. Guten Morgen zusammen. Ich will mich heute mal wieder an den 100 Kilometern versuchen. Wenn auch vielleicht nicht komplett am Stück. Bisschen Pause dazwischen. Ich habe ja immer noch die Spikes drauf, weil ich im Wetter noch nicht traue. Vielleicht soll es nächste Woche oder übernächste Woche schneien. Übernächste Woche. Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt. Und ja, ich werde jetzt mal nach Villingen fahren. Vielleicht sind ja welche von den Graffitis noch da bei den alten Saberwerken. Und dann werde ich nach St. Georgen fahren. Wieder zurück. Soll es heute noch nach Donaueschingen gehen und im späteren Verlauf vielleicht noch nach Deislingen oder nach Rottweil. Und dann durfte ich die 100 voll haben. Also es wird keine Rundrunde werden, sondern einfach nur so ein paar Strecken fahren. Und einfach die Zeit ein bisschen genießen. Obgleich ich sagen muss, heute ist es richtig kalt. Die ganze Woche war es richtig warm. Aber heute sind es 2 Grad. Es soll auch nicht viel wärmer werden als 9 Grad, aber es ist in Ordnung. Ich habe mich sehr daran gewöhnt gehabt, kurzbeinig zu fahren, jetzt wieder langbeinig. Was soll's. Ansonsten, es regnet nicht, es passt alles. Also ich will mich nicht beschweren. Sieht doch gut aus, oder? Wenn es so weitergeht, komme ich nicht vorwärts. Aber schön, oder? Und schon in Villingen. Aussicht. Nur mal so, was für ein Loch hier. Ich wollte aber ganz bewusst, dass sie auch Film festhalten. Schade um diese Kunstwerke, die jetzt hier bald abgerissen werden.
Aber so ist der Lauf der Dinge. Alt gegen neu. Und ich? Ich fahre jetzt weiter nach St. Georgen. Also das ist eigentlich der Radweg Richtung Unterkirnach. Ich will aber Richtung St. Georgen. Die führen so in die gleiche Richtung erstmal. Und deshalb kann man auch hier lang fahren. Und ich persönlich empfinde den hier als deutlich schöner. Aber für Rennradler ist er nichts. Echt schön gerade. Von hinten brezelt die Sonne. Ich habe mich gerade dazu umentschieden, erstmal Richtung Unterkirnach zu fahren. Und ich glaube, es ist eine gute Idee. Also, was ich sagen wollte. Gute Idee, hier lang zu fahren, denn so sieht man mal ein bisschen was anderes noch. Also ich mag diesen Kontrast zwischen hier links zu sehen. Schön grün und hier rechts zu sehen, Schnee, mag ich sehr, oben der blaue Himmel. Was will man eigentlich mehr? Ich weiß nicht, ich nicht. Ich will eigentlich nicht mehr. Auch schön, schönes Bild. Also ich wollte jetzt nicht wieder stupide zurückfahren, wenn es interessiert. Hier gibt es eine echt schöne Innenstadt. Kann man sich mal angucken. Schönes Bild, oder? Bis auf die Autos da. So, ich fahre jetzt wieder zurück nach Villingen würde ich nicht sagen, aber so an den Ortsrand Villingen. Fältner Mühle. Und von da aus will ich dann erstmal nach St. Georgen fahren und dann werde ich wohl erstmal wieder zurück nach Schwenningen düsen, vermute ich mal. Bin mir da aber noch nicht schlüssig, das wird sich noch zeigen. Da oben war ich gerade, als ich die letzte Szene gefilmt habe. Und dann kam ich zu diesem formschönen Etwas, meine kurze Frühstücksbank. Und wenn ich Glück habe, kommt da oben gleich auch noch die Sonne raus. Also, das ist immer ein Meer. Schöner Stausee hier, kleiner jedenfalls. Ein letzter Blick. Das ist auch schön. Also der Rückweg ist schön, man kann laufen lassen, aber wir haben heute 2 Grad plus. Fühlt sich an wie minus 5. Auf dem Hinweg habe ich halt gestrampelt. Puh. Fröstel, Fröstel. Boah. Wirklich kalt. Puh. Aber naja.
Ich will mich nicht beschweren. Es regnet nicht oder ähnliches. Von dem her, alles gut. St. Georgen suggeriert so ein bisschen, dass man jetzt bald da ist. Das ist aber nicht der Fall. Hier könnte man jetzt nach Triberg weiterfahren oder nach Furtwangen. Für mich geht es aber wieder zurück nach Villingen. Oh, das schöne Wald natürlich noch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Knotenpunktsystem eigentlich recht gut finde. Also hier könnte man nach Fürnbach abzweigen. Oder nach Donaueschingen fahren. Oder Königsfeld, da hoch. Werde ich aber heute nicht machen. Also wer mich ein bisschen kennt, meistens sage ich immer nur noch die Steige hoch, dann wieder runter und dann bin ich zu Hause. Haha, heute nicht. Heute nur noch die Steige hoch, dann nach Rottweil und wieder zurück, dann bin ich zu Hause. Also noch gute 40 Kilometer. Aber es fährt sich echt schön heute. Ich kann mich nicht beschweren. Und ich will ja die 100 heute zum ersten Mal dieses Jahr voll machen. Und das wird mir aller Voraussicht nach auch gelingen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Es ist brutal windig. Nach einem warmen Kaffee und einem schönen Brötchen geht es jetzt wieder weiter. Noch nach Rottweil oder ein Stückchen weiter sogar. 45 Kilometer bleiben noch. Und dann wieder zurück. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich schätze mal 2,5 bis 3 Stunden. Aber muss sein, ich will diesen scheiß Pokal haben. Ja, ich will den Pokal. Es ist einfach so. Ich bin halt total beknackt, was das angeht. Aber egal. Ich muss aber was Verrücktes machen. Laut dem Schild hier, ach, da steht jetzt nicht drauf, egal. Laut dem Schild hier auf der anderen Seite, die man jetzt nicht lesen kann, 28 bis Rottweil. 14 bis Rottweil, hin und zurück 28. Ich bin gespannt, ob das reicht. Ich glaube es nicht. Von hier aus nach Hause ungefähr 5, das wird nicht ganz reichen. Naja, ich will diese 100 haben. Heute bin ich echt beknackt, ich will diese scheiß 100 Kilometer. Da hinten kommt jetzt gleich diese Strecke,
die letzten Male extremst matschig und unfahrbar war. Ich bin jetzt gespannt, das war fast eine Woche lang trocken. Ich hoffe, dass es besser ist. Und die Sonne kommt raus. Natürlich extra für mich. Ist ja klar. Für wen auch sonst. Ist ja keiner unterwegs. Was für ein Loch. Naja, muss ich wieder zurückfahren. Hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Durchfahrt zum Bernerfeld gesperrt. Das wäre da lang gewesen. Naja, wenn man schon mal dem Aufzugsturm so nahe ist, ein Rad. Eigentlich was gesucht hier im eher so nicht so bekannteren Teil von Rottweil, aber nicht wirklich gefunden hier im Gewerbepark unten. Naja, ist aber auch nicht schlimm. Hier ist es dafür ganz nett und ganz schön. Da ist so eine schöne Mischung aus Natur und älteren Gebäuden, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ist nett, also ich kann mich da nicht beschweren. Passt. Fand ich relativ witzig. Habe ich von unten irgendwie gesehen. Ist ja irgendwie cool gemacht. Hier sollte man vielleicht nicht so viel stehen, ziemlich stromartig hier alles. Aber ich wollte einen kleinen Aufzugsturm einmal aufnehmen, wenn ich schon mal in der Nähe bin. Auch wenn ich hier nicht zum Bernerfeld komme. Weil gesperrt. Egal. Zug muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Würde hier irgendwo durchrauschen. Ja, aber was habe ich? Strahlend blauen Himmel, finde ich. Also sind echt nicht viele Leute unterwegs. Und perfekt, also im Abstand halten, kein Problem heute. Also wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, kommt mal hier runter. Hier gibt es echt massig alte Gebäude, alte Fabriken, echt schön. Mitten in der Natur. Der Testturm nochmal ganz nahe. Und ich strampel jetzt in aller Ruhe wieder hoch in der Altstadt und dann geht's nach Hause über Deislingen. Immer noch strahlend blauer Himmel. Tut gut für die Motivation. Die ist nämlich gerade so ein bisschen, oh, Wahnsinn. Bin jetzt bei 95 Kilometer. Wohlgemerkt, hat immer noch die Spikes drauf. Höhenmeter will ich nicht wissen. Gucke ich jetzt nicht nach. Entweder es ist weniger, als wie das sich anfühlt. Oder es ist mehr als geplant. Oder beides. Geht es? Keine Ahnung. Aber es ist so. Boah. Bin ein bisschen am. Aber so wollte ich es. Jetzt werden es leicht über 100, also 100, 305. Ah ja, egal. Das Wichtige sind nicht die Zahlen, sondern dass es mega Spaß gemacht hat heute. Trotz relativ kühlem Wetter. Jetzt haben wir 9 Grad. Davor waren es 2. Also passt. Ja. Ich melde mich vielleicht kurz vor Schwenningen nochmal.
Also hier könnte man theoretisch cheaten, ne? Und hier könnte ich in den Zug steigen bis Schwenningen, aber es rentiert sich ja nicht. Nee, nee. Es wird jetzt auch durchgezogen irgendwie. Man muss ja keinen Stress machen. Ich mache schon den ganzen Tag keinen Stress. Man hat genug Stress so. Man muss dann nicht in der Freizeit sich auch noch irgendwie Stress machen. Das bringt's ja nicht. Letztes Jahr war ich immer so ein bisschen so viele Kilometer, viel Stress. Aber das bringt überhaupt nichts. Lieber ein bisschen weniger Kilometer. Ja, bis auf heute Ausnahme. Einmal im Monat will ich die 100 schaffen. Aber ansonsten lieber weniger Kilometer, Natur genießen, Fotos machen, ein bisschen Kultur. Heute Morgen die Graffitis fand ich ganz interessant. Das hier sieht gerade richtig gut aus für mich. Willkommen in VS Schwenning. Da habe ich heute auch schon einiges angesteuert. Das meiste davon ist aber nicht auf der Karte. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis ich das Video hier geschnitten habe, ist das Wochenende wahrscheinlich vorbei. Oder irgendeine ganz andere Woche. Also, dann bleibt gesund und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auch wenn es momentan eine sehr turbulente Zeit ist, war das heute echt eine richtig schöne Entspannung. Erst über Villingen nach Unterkirnach gefahren, wieder zurück nach Villingen, nach St. Georgen gefahren. Und dann kurze Mittagspause gemacht, bei mir zu Hause, schön warm Kaffee getrunken. Und dann noch nach Rottweil gefahren. Ein bisschen was Neues erkundet. Höhenmeter habe ich wahrscheinlich genug. Es war traumhaftes Wetter, auch wenn es kalt war. Es war eigentlich größtenteils nur blauer Himmel. Aber so kann es ruhig öfters sein. Also, bis dahin, macht's gut und ciao.